Tobias, was so überrascht hat, der Präsident von Mainz 05, Harald Stutz, hat es relativ offensiv, ne, verkauft. Er hat ja nicht genannt, Geld möchte er haben für ihn? Welcher Club derjenige ist, der das Angebot macht. Gute Frage, aber scheinbar ist das, haben wir ja nun eben gelernt, das Festgeldkonto derart gefüllt, dass da ruhig eine anständige Forderung kommen darf aus Mainz. Ich bin ein bisschen anderer Meinung als Alfred Draxler. Ich halte ihn für absolut zu Recht für einen der absoluten Top-Kandidaten jetzt bei der Nachbesetzung auf Schalke. Wunschkandidat Nummer 1 ist allerdings auch er nicht. Also Gespräche Sonne. Wurden vorher ja schon mit Max Eberl geführt. Das liegt ja schon ein paar Monate zurück. Deswegen muss man nochmal sagen, also das ist jetzt ja nicht in dieser positiven Schalker Phase entstanden bei Clemens Tönnies im Kopf, da was zu verändern, sondern das liegt ja schon einige Monate zurück. Und dann gab es auch noch ein, zwei andere Managernamen, die genannt wurden. Auf jeden Fall, wenn ich mal kurz einhaken darf, bin ich so mit Max Eberl verblieben, dass er mich zum Essen einladen muss, nachdem ich jetzt dafür gesorgt habe, dass er seinen Vertrag verlängert bekommt und sicherlich auch nicht zu seinem Nachteil. Absolut. Also, schön, das heißt, wenn Christian Heidel jetzt diese Woche verlängert, dann musst du schon zweimal essen gehen, oder wie? Es gibt Leute, mit denen geht man gerne essen, es gibt Leute, da bleibt man lieber zu Hause. Hast du schon mal Stress mit Christian Heidel gehabt? Nein, ich halte würdest ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen. Nein, das ist ja ein Sympathieaustausch. Ich halte ihn auch für einen hervorragenden Manager, der über Jahre hinweg Mainz exzellent geführt hat. In den Verhandlungen kann ich immer nur bestätigen, dass er absolut sein Handwerk versteht. Das ist definitiv so. Deswegen. Zäher Bursche, wolltest du sagen. Ja, absolut. Aber das heißt noch lange nicht, und wahrscheinlich wird er auch nicht unbedingt mit mir essen gehen wollen. Aber so ist es halt dann. Ne?